gute Vorschaltgeräte, das heißt, die flimmert nicht, die flackert nicht, flackerfrei. 4000 Lumen pro Panel, 6 Panel kommen rein, das heißt 24.000 Lumen, ist vielleicht sogar ein wenig überdimensioniert. Ich verlinke unten einmal eine kostenlose Seite, da könnt ihr nachschauen, wie viel Lumen pro Quadratmeter das empfohlen wird in den jeweiligen Bereich. Weil in einem Schlafzimmer ist das zum Beispiel ganz anders wie in einem Arbeitszimmer, wie in einer Küche oder wie in einem Kinderzimmer. Kostenlose Seite anschauen, dann wisst ihr Bescheid. Ich muss doch normalerweise so einpassen. Und da auch. So. Da wird dasselbe Spiel. Da bin ich gespannt, ob dies was wird. Das letzte Mal hab ich ja die Beleuchtung montiert und ich muss sagen, das war ein Fehler. Das ist für die Anwendung vom Arbeitszimmer, Büro, YouTube-Zimmer, Aufenthaltsraum einfach das verkehrte Licht. Das Neonröhrenlicht, selbst wenn es mit LED ist, ist einfach nicht passend. Ich habe jetzt da LED-Panels, allerdings muss ich euch mal zeigen, habe ja ich einen teilweise abgeschrägten Raum. Das heißt, einfach so aufschrauben geht nicht, weil ich das Panel in den Rahmen dann ja nicht einschieben kann. Wisst ihr, was ich meine? Wenn der Rahmen um ist, muss ich es ja von irgendeiner Seite und die kommen so der längst noch her. Also kann ich es gar nicht reinschieben. Das gleiche Problem hätte ich aber auf der geraden Fläche, weil ich kann es dann von der gebogenen her ja nicht reinschieben. Also muss ich es abhängen. Abhängen möchte ich nur ganz leicht, nur damit ich das ausgeglichen habe. Diese Höhe, dass ich das ausgeglichen habe. Und dazu habe ich mir Abhänger bestellt. Mal schauen, so 100% die Hand, die nicht für Panels. Mal schauen, ob es klappt. Ich brauche jetzt natürlich einmal einen Schwung Beleuchtung, die ich montieren muss, damit die weiterhin überhaupt Licht in dem Raum habe. Das heißt, aufgekommen da jetzt sind 4 Stück. Das heißt, die hier hinten 2 montiere ich jetzt, schließe die an, dann kann ich die da vorne wieder abbauen und kann die restlichen montieren. Bleibt dabei. Zuerst muss man sich irgendwie mal ausmitteln, wo man die Panels haben will. Ich brauche die nicht ganz am Rand, links und rechts, sondern von der Mitte vom Raum, ein ganz bisschen Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Panel. Und man braucht natürlich dann den Abstand, wo man die Abhänger oder Aufhänger montiert hat. Das heißt, ich notiere mir das jetzt, ich messe mir das raus. Der Abstand ist genau 1 Meter und 10 cm rein. Ausmessen tut der Elektriker natürlich mit dem Elektriker-Gliedermaßstab, Meterstab, selbstverständlich. Das Gute an der Abhängerei ist jetzt, dass ich das von der Höhe, das kann ich da reindrücken und dann kann man das rausziehen. Das heißt, ich kann das von der Höhe her verstellen. Wie da unten eine Madenschraube drin ist, sodass ich das verstellen kann und dann im Nachhinein das Panel super sauber einrichten, ausrichten kann. Das heißt, ich montiere das jetzt da einmal hinten auch, und dann ziehen wir es einmal auf die Höhe, wie ich meine. Das Panel hängt zwar auch noch auf einer ungünstigen Höhe, aber das ändern wir jetzt.
Und jetzt dann einfach mit einer Wasserwaage ausrichten. Den zweiten Rahmen vorbereiten. Übrigens, das sind die Abhänger, verlegte Untermal, die funktionieren wirklich Weltklasse und haben halt in jeder Richtung eigentlich oder nahezu werkzeuglos zum Ausrichten. Wirklich perfekt drum. Gekriegt habe ich die aus meiner Amazon-Wunschliste vom Hubert. Nachnamen mag ich nicht sagen. Hubert, vielen Dank, du hast mir echt super geholfen. Danke. Bei dem zweiten Abhänger müsst ihr jetzt aufpassen, weil wenn ihr an der Decke, an dem schrägen entlang den Abstand nehmt, erster Abhänger, zweiter Abhänger, Abstand ist 1 Meter, wenn ihr den so nehmt, hängt er dann schief. Dran denken, Pythagoras, entweder ausrechnen, Pythagoras, oder von der Stelle weiter herunten. Messen geht auch wunderbar. Entweder dies auf der drüben Seite tatsächlich schräg zu machen, weil die maximale Höhe Abhänghöhe ist ja von dem Dreieck gegeben. Das ja, könnte man kürzen, aber das ist fertig. Möchte nicht ändern. Ich für meinen Teil mache das nicht schräg, sondern hänge alles auf diesem Niveau von dem hinteren Halter ab. Bei den Panels haben die Treiber, die Vorschaltgeräte dabei. Da montieren wir jetzt dann die Vago Verbindungsklemmen. Eine Leuchte zu der nächsten, einfach durchverdrahten und dann einmal ab, rauf zur Lampenleitung, die aus der Decke kommt. So, jetzt kommt die LED-Röhrenleuchte runter. Und nochmal zwei sichere LED-Panels und dann schauen wir weiter. Und bevor jetzt dann gleich wieder welche sagen, ja, aber warum, was ist mit dem Video? Du hast ja in irgendeinem Video gesagt, die LED-Panels haben nichts und die haben viel besser. Das habe ich gesagt für die Werkstatt. Das da drin ist keine Werkstatt. Alle vier hängen, schauen wir mal. Schaut super aus. Natürlich sind das qualitativ sehr hochwertige Panels mit guten Vorschaltgeräten. Das heißt, die flimmern nicht, die flackern nicht, flackerfrei. 4000 Lumen pro Panel. 6 Panel kommen rein, das heißt 24.000 Lumen. Da herin ist vielleicht sogar ein wenig überdimensioniert, aber die Leute, die filmen, wissen, warum das so ist. Ich verlinke unten einmal eine kostenlose Seite, da könnt ihr nachschauen, wie viel Lumen pro Quadratmeter das empfohlen wird in den jeweiligen Bereich. Weil in einem Schlafzimmer ist das zum Beispiel ganz anders wie in einem Arbeitszimmer, wie in einer Küche oder wie in einem Kinderzimmer. Kostenlose Seite anschauen, dann wisst ihr Bescheid.